Okay, also blaue Tränke, ja, und es wurde auch schon erwähnt und Sie haben ja auch alle recht, wir sollten eigentlich die blauen Tränke auch automatisieren. Dann hätte ich das Problem nicht, dass ich zwischendurch das mal selber herstellen muss. Aber das ist echt ein Riesenrattenschwanz. Also wir müssen erstmal die da von da unten rausbekommen. Das ist schon mal problematisch wegen Platz. Wobei das hier vielleicht unterirdisch bis da geht. Nee, reicht nicht. Also wir bräuchten erstmal die schnelleren Untergrundbells. Ah, die haben wir sogar schon. Bau mal einen davon. Teste das mal. So, Angriff oben rechts. Keine erhöhten Stromkosten. Und du bist da unten auch schon angeschossen. Wie war das mit? Wir hatten vor, die Luftfilter wieder aufzubauen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee demnächst. Okay, brech die Sachen alle nochmal ab. Bau nochmal ein 5er-Pack davon. Habe ich noch was zum Reparieren? Nee. Brauchen wir mehr zum Reparieren. Jetzt haben wir die ganzen Teile da ein. Und wir haben keinen Bluttank hier. Und. So viel. Also das ist eine Arbeit. Eventuell hätten wir schon fast genug. Kann das sein? Also Blautränke. Ich gucke, 25. Ja. Wir könnten jetzt blaue Kisten erforschen. Machen wir nochmal. Die waren hier. Requester Chest. 150. Go. Das heißt, jetzt bräuchten wir noch die Roboports und die ersten Roboter. Und dann passt das. Dann haben wir wenigstens schon mal eine kleine Entlastung für solche Sachen. Also für die Chips zum Beispiel, die weißen. Dass wir die weißen Chips irgendwo dahin bringen, wo dann die blauen Tränke hergestellt werden. Das sind ja nicht so die Supermassen. Und jedes kleine bisschen hilft da. So, ich habe ganz schön viele Coal Stacks dabei. Die sollte ich unten mal irgendwo einlagern. Dann wollte ich gucken, wie das Wasser aussieht. Ich wollte. Was wollte ich noch? Grüne Platten wollte ich holen. Für noch mehr Herstellung, was das angeht. Die ganze Kohle nehme ich mal mit, schmeiße sie unten rein. Die Ziegel nehme ich mal mit und mache daraus Mauern. Du brauchst Eisenplatten. Okay. Ah, das schaut gut aus. Genau, her damit. So, momentan machen unsere Solarpanels, unsere 386 Solarpanels, machen genauso viel Strom wie unsere 20 Steam Engines. Und die laufen nicht mit 100% Auslastung, wette ich. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ne. Okay. Und dementsprechend arbeiten hier auch nicht alle mit voller Leistung. Hau das mal direkt hier rein. Haben die alle so einen kleinen Puffer? Das ist gut. Du bist ja auch durchgehend am Arbeiten. Das ist sehr gut. Hier ist noch mehr Zeug. Konnten wir das irgendwie noch mehr kompaktieren? Die Kohle? Weiß ich gerade gar nicht. Aber das heißt, jetzt müssten die Akkus ja durchgehend voll sein. Ja, tun sie auch. Das heißt, wir wollten die besseren Akkus bauen und dafür fehlt Eisen. Kein Problem. Wir sollten ja eigentlich jetzt ein bisschen mehr Eisen oben haben. Du bist beschränkt, richtig? Beschränken. Hier oben haben. Komm schon, zeig mir. Ja, sehr schön. Also der Ausbau bei der Ressourcen, was auch immer hier, hat sich definitiv gelohnt. Gib mir mal alles her und ich fülle ein paar Kisten auf. Und wir stellen gerade nichts her. Dann stell doch mal bitte ein Roboport her. Wenn du gerade nichts tust. Dankeschön. Hatten wir nicht schon irgendwo anders mal ein Roboport gebaut und eine Kiste getan? Vielleicht in die Kiste von Dingen, die wir immer mal wieder gebrauchen können? Wie zum Beispiel die blauen Pellets. Und Unicom-Zeug. Leichen, okay, Leichen reinschmeißen.
Nee, Ruhrport sehe ich hier keinen. Naja. Aber ich bin mir relativ sicher, wir hatten einen. Also gucke ich lieber nochmal in die Kiste da oben rein. Wobei das die Recycle-Kiste ist, da sollte auf jeden Fall nicht ein Roboport drin landen. Und ist auch nicht. Gib mir mal die Generatoren da wieder, die könnten vielleicht auch noch wichtig sein. Ne, das sind die durchgehend an. Das sind die A. Geh weg, die muss wirklich recycelt werden. Die da theoretisch auch noch. Die alten Boiler wahrscheinlich auch. Rest ist eigentlich erstmal okay. Ja. Die Lampen. Die Lampen können wir weg. So. Mitkommen. So, wir haben langsam genug Kohle unten. Das ist okay. Wir haben einen Angriff oben links. Ein kurzer Angriff. Na gut. Bau jetzt bitte die Akkus. So, also Akkus für größeren Puffer in Arbeit. Die Boiler gut am Arbeiten. Wir haben bald unsere Roboter. Wir haben den ersten Roboport. Irgendwo. Angriff unten links und es wurde was zerstört. Und zwar ein Turm. Ja, okay, das sehe ich mal als mein Zeichen an. Wir brauchen Luftfilter. Und da brauchen wir diese kleinen Engine-Dinger. Und wir brauchen ein Rohr, war das? Ah ne, das hat ein extra hier, so ein Gear Wheel Excel, was auch immer. Transmission Shaft. Red Power, Power. Probieren wir das da aus und bricht die kurz ab. Ja, schaut gut aus. So, und du machst bitte Luft. Ah, du brauchst Wasser. Verdammt. Okay. Dann nimm mal Wasser von hier. Das tust du jetzt nicht da hinten rein, ne? Nein, okay. Also Wasser von da. Darum. Das ist doof. Nimm einfach Wasser von hier und mach da oben so einen tollen, da, so einen hin. Und ich hoffe, der ist jetzt nicht dem nächsten Fettmais-Ding im Weg, wovon wir übrigens auch noch einen bräuchten. Da. So, du stellst bitte her, was? Wasser? Was fehlt dir jetzt? Nichts, du hast schon gearbeitet. Okay, du brauchst eine Kiste wahrscheinlich. Aber wir sollten nicht mit Kisten arbeiten direkt. Wir sollten mit Fließbändern arbeiten. Du arbeitest, ja. Du arbeitest aber nicht so schnell, wie du arbeiten könntest. Mach mal mehr davon daran. So, bauen wir mehr davon. Da. Woran hapert's? Wasser, glaube ich. Okay. MK2 Wasserding. Kannst du mal ein paar mehr von bauen. Ja, es hapert echt im Wasser. Ich wollte eigentlich noch ein zweites davon hier aufbauen. Das wird so nix. So, warte mal, doch, das kannst du da lassen. Lass den auch erstmal da. Dann brauchen wir jetzt noch Ärmchen und Kisten. Ärmchen. Kisten. Ja. Fleißig am Umweltsäubern. Aber momentan befüttern wir die da und die da. Drei Basen. Die auch alle am Mutieren sind dementsprechend. Du bist das Falsche.
Du bist das Richtige. So, dann mach dich mal dahin. Du würdest auch gerne Luft filtern. Du hättest gerne Wasser von da und das von da. Wir werden oben angegriffen. Okay. Du da hoch. Oberarm nach da. Wird das alles einfach irgendwo hier hingebracht. Und hier hinten sind auch überall Ärmchen und Kisten und was weiß ich. So, wir haben keine Kisten mehr. Bau Eisenkisten. So, achso, Ärmchen brauchst du auch noch. Warum tust du nichts? Du hast 0,4 Mechanical Force. Du hast. Achso, nicht genug Wasser, weil der hier alles schluckt. Okay. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr davon. Mach mal hier hinten so eine kleine Anlage. Ja, weißt du, wir machen einfach eine richtige Anlage. Weil das Ding unten braucht auch Wasser. Also da und da. Da und da. Flup. Ich höre Beschuss. Das ist nicht sehr gut. Was? Nein, mach hier Wasser. Shift rechts, Shift links. Warum machst du kein Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Gib mir Rohre. Okay. Für da unten sollte es reichen. Hier oben machen wir dann einfach dich weg. Rohr dahin und ein Untergrundrohr. Von da nach hier hinten. Komm schon. So, und dann kriegen wir hoffentlich genug Wasser zusammen. Wenn nicht, ersetzen wir einfach immer mehr hiervon durch Zweier und bappen davon noch mehr daran. An beiden Seiten im Notfall. So, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Habt ihr jetzt durchgehend genug Wasser? Fast, ja. Okay, schön filtern, schön filtern. So, wir haben jetzt endlich blaue Kisten. Das ist super. Wir haben allerdings noch nicht genug Robopods und noch nicht genug Roboter. Das wird also das nächste. Das heißt, ich mache jetzt keine Forschung. Bewahre schön meine Ressourcen auf. Hoffe, dass die beiden das gewuppt kriegen, hier irgendwie ein bisschen wenigstens die von uns runter zu bekommen. Aber das ist echt tierisch viel Smog. Ja. Bau mal mehr von diesen Fettmaisdingern. Ja. Wo waren die? Ich glaube hier bei Standard. Fehlt mir eine Ressource? Ah ne, hier. Da. Drei von den Fettmaisdingern. Und dann bauen wir das Ganze hier einfach doppelt nochmal auf. Jetzt komm schon, duplizier es. Ja. Ah, da haben wir schon drei. Da ein, da ein. Wasser wieder in die Mitte. Achso, näher ran, ne? Ja. Ein näher ran, damit ihr euch ein Rohr besser teilen könnt. Jo. Rohr, 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 Rohr. Dann brauchen wir wieder Untergrundrohre. Da, da, da. Bau ganz viele Rohre. Schnapp dir mal von da hinten Wasser. Und die Transmission Shafts brauchen wir auch noch. Aber nur ein erstmal. Da. Achso, und dann natürlich noch die Fließbänder und all das. Das heißt, das geht weiter nach da. Und die Ärmchen und Kisten müssen eigentlich irgendwo hier hinten hin. Zum, 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 zum. Rausnehmen, rausnehmen. Transmission Shaft ist. Oh, wir brauchten mehr. So, und wir haben immer noch genug von der mechanischen Energie. Die Dinger, die sind super. Machen aber auch 20 Pollution. Machen wir weg. Haut das immer noch hin? Ja.
Lärm durchgeht immer noch. Schaffst du es vielleicht? Achso, die arbeiten alle gar nicht, ne? Das ist der Einzige, der eingestellt war. Krass. Okay. Ja, das klingt... Oh. Okay. Aber hier Kisten voll. Alter Falter. Ah, es ist sehr viel Schmutz in der Luft. Ich glaube, wir können die Seen bald auffüllen mit Pollution. Anstatt mit Steinen. Also mit diesen Kapseldingern hier. Kranker Scheiß. Okay. So. Mach mal. Ich will mich hier nicht so schnell wieder drum kümmern müssen. Also, Pollution sollte jetzt ein bisschen eingedämmt sein. Wir haben hier endlich genug Wasser. Wir haben unseren Kraftwerken auch genug Wasser. Du bekommst keine Kohle mehr. Ja, das tut mir leid. Ist halt so. Wie warm kommst du hinten raus? 100 Grad, aber so nicht 100% ausgelastet, ja. Das heißt, ich baue jetzt doch noch einen direkt hier hinter. Die Notfallversorgung mit Dreckwasser ist weg. Die muss ich irgendwo anders aufbauen. Und wir haben hier wieder keinen Pfosten. Also machen wir da einen hin. Das Gedöns hier weg. Ein Angriff. Nein! Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Da ist bestimmt ganz viel tolles Unicom-Zeug drin. Ist das jetzt alles zerstört? Wahrscheinlich. Ah, ärgerlich.